Ich wusste es, dass es Ex-Menschen gibt. Jetzt kommen sie alle raus. Jetzt kommen sie alle raus aus allen Ecken. Diesmal werden wir nicht einmal lachen. Wir werden diesmal das Video einmal durchziehen, ohne einmal zu lachen. Das werden wir diesmal schaffen. Definitiv. Definitiv Challenge accepted. So. Ausgelacht. Oh, warum muss die Challenge versuche nicht zu lachen heißen? Kann die Challenge nicht heißen, der Günther kommt oder so? Irgendwie so, dass man gar nicht erst, weil ich muss ja immer vorher schon lachen. So, jetzt geht's aber los. Jetzt. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Das hier ist dein Abendessen. Und das ist dein Snack. Haha. Alexa, wer ist der schönste Mann, den du kennst? Ich. Ich. Natürlich du. Spaß, du bist hässlich, du Hure. Das ist einfach so lustig. Ignoriert bitte meine Lache im Hintergrund. It gets hard after you let it. That's what she said. Alter. Niemand. Draußen. Dieser eine Typ auf der Party. Oh, lachen. Hey, Raffi, wo sind die Bitches? Die sind da hinten. Die Jungs haben einfach das Festival auseinandergenommen. Das war die sogenannte Facebook-Party, die damals war. Ne? Da hat der eine mal vergessen, hier die Facebook-Party auf privat zu stellen. Die hat die Facebook-Party auf öffentlich gehabt. Ne? Das sind sie. Das DVD. Also bitte, halte bitte ein Schild von Man ist eine Woche alleine zu Hause ohne Eltern. Ja, das wird die nächste Woche wird er auch alleine ohne Eltern sein, nur dass er nicht mal zu Hause sein wird und der in der Babyklappe ist. Der Friseur hat immerhin sein Bestes gegeben. Niemand. Sah vorher scheiße aus, sieht jetzt auch scheiße aus. Mein Sohn, wenn was ist, kommst du zu mir. Ich bin dein Vater, wenn was ist, fragst du mich. Aber kannst du mir wieder Geld geben? Sieg dir, geht, geh arbeiten. Wie alt bist du? Sieg dir, geht, verpiss dich, geh arbeiten. Bin ich Hartz IV oder dein Vater? Guckt euch übrigens mal, das ist jetzt mal kein Witz, ne? Guckt euch mal Videos von 1970 an, ne? Da haben Schüler selbst in den Sommerferien gearbeitet, ne? Das muss mal wieder hier kommen. Frag diese Snapchat-Mädchen, ob die dir Geld geben. Frag diese Mädchen wie die Snapchat, ob die dir Geld geben. Ich hab keinen Bock mehr. Ich glaube, danach gab es 2 Wochen Internetverbot. Nein, Mama, ey, das kann schon... Der Bruder dachte, sie sind noch nicht auf Sendung im Fernsehen. Ja. Ja. Also. Der Bray hat danach erstmal 2 Wochen Hausarrest bekommen. Who next? Let's see how fast we can do a CD, man. Oh, wie man das jetzt schon in seinen Blick sehen kann, ne? Auch wenn er gerade nicht zu uns guckt, ne? Man sieht es an seinen Haaren von hinten schon. In diesem Moment hat er sich gewünscht, keinen Sohn mehr zu haben und lieber eine Tochter zu haben, mit der er lieber so ein, ne, kleines Säckchen trinken kann. BOV, du triffst in 30 Jahren diesen einen Freund, der seit der Schule raucht. Thorsten? Bist du's? Oh mein Gott. Der Moment, wenn ein Allmann ein Portemonnaie findet. Na sieh mal, da ist ein Portemonnaie. Wem gehört denn das? Ja. 30 Millionen Euro, das geben wir mal der Polizei ab, dass wir schön 10% bekommen, ne? Bevor ich gucke, ob da Bargeld ist, gucke ich natürlich erstmal, wem das Portemonnaie gehört. Walter von Dannen, der wohnt in Frankfurt. Das hat von mir ungefähr 400 Kilometer entfernt. Ich habe heute frei. Ich fahre da mal hin. Der Bruder nimmt einfach alle mit dieser Soße hoch. Du bist so. Oh,
Sogar dieser T-Rex ist sportlicher als ich. Ich wusste es, dass es Ex-Menschen gibt. Jetzt kommen sie alle raus. Jetzt kommen sie alle raus aus allen Ecken. Ich hab's euch gesagt. Verdammte Ochsenmann. Nee, es gibt keine Ex-Menschen. Oder sowas passiert in Bremen, Wardeck. Don't keep touching your meat. Sometimes you might want to close it. Okay, das ist... Das ist... Geil, weil das Geile ist, die können ja gerade nichts anderes machen als warten, ne? Du bist so dieser Moment, wenn man einen Berg runterlaufen muss. Hey, was geht? Alles klar mit dir? Ja, alles gut, Digga. Und selbst? Ja, muss. Aber ey, ich muss weiter, ne? Mach's gut. Alles klar, man sieht sich, ne? Ciao. Für alle ASMR-Liebhaber, ich habe etwas Neues für euch zum Entspannen. This one, no bueno. This one, I'm confident. Sie sind einfach essen gegangen und hatten zu wenig Geld mit. Okay, Rechnung. Was ist? Dass sie überhaupt Geld haben? Echt? Hä, wie sollen wir das jetzt bezahlen, Digga? 51. Junge. Jeder kennt diesen einen Freund, der immer mit seinen Klamotten flext. Bruder, ich weiß nicht, Digga, was soll das denn? Bro, nein, der... Sowas könnte ich nie in meinen Freundeskreis machen. Wisst ihr wieso? Weil ich ganz genau weiß, dass die Hälfte, über die Hälfte sagen würde, war ja schon seit 2 Jahren geplant, aber ich habe leider genau heute, ich habe sonst immer mein Portemonnaie mit, aber genau heute habe ich leider mein Portemonnaie vergessen. Sitzt dann so da und da hast du eine Rechnung, ne? Von 30 Leuten haben 2 Leute... Geld dabei, aber die 2 Leute, die Geld dabei haben, haben eh nur immer 10 Euro pro Monat zur Verfügung. Ja, was machst du da, ne? Ja, wieder, Bro, wie oft willst du noch damit flexen, yo? Hast du ihn gesehen? Bruder, ja, haben wir, Digga, wie oft noch? Bruder, wie long? Kennst du das überhaupt? Kennst du das? Ja, kenn ich, Digga. Von wo? Bruder, Amerika. Bruder, weißt du, wie oft du hast da? Nein. Ja, weißt du nicht, weißt du? Bruder... Wie oft willst du noch flexen, dass du der Einzige in Deutschland bist? Wie oft willst du da noch draufhalten? Du musst es checken. Niemand interessiert das hier. Die Arme wollte doch nur ihren neuen Kühlschrank ausprobieren. Wait. Na, funktioniert doch. Die Jungs haben das Wasser ein bisschen unterschätzt. Ey, die Krake in Heidepark. Oh mein Gott! Der Bray wird mal ganz groß rauskommen. Ey, jetzt müsste man echt so geil sein und den in Ball rein editieren, ne? Man müsste den jetzt wirklich mal einen richtigen Ball rein editieren. Okay, ich bin ab jetzt sein Haustier. Der Satan höchstpersönlich, ich wusste es. Digga, du hast die Mülltonne voll mitgenommen. Digga, gar nicht. Hä? Doch? So wird Dating im Jahr 2042 funktionieren. Oh mein Gott, sag mal. Jo, sprech sie endlich an. Okay. Hey, Emily, ich finde dich echt wunderschön und ich wollte fragen, ob du mal mit mir ausgehst, weil ich habe das Gefühl, wir viben einfach richtig gut und ich könnte mir wirklich was mit dir vorstellen. Hä, was willst du von mir? Ich wollte nur... Ah, Emily! Ja? Smash, ich würde. Oh mein Gott, er hat's gehört! Ah, er ist eine richtige Emily! Oh mein Gott! 10:40 jetzt schon. No! Die 2 Brays gönnen sich einfach nicht gegenseitig. Eia. Eia. Gertrude, ein. Die Jungs haben doch gar nichts gemacht.
Ey, Bruder, ich hab voll Bock. Weil sie dick sind wegen Massenschlägerei. Ja. Boah, ja. Ey, Bruder. Mann. Ja. Ich hab einen auf Lager, Digga. Wie? Ey. Ich war nur vorne da. Alle Marokkaner, sag warum bist du denn da? Ich hab gesagt, ich wohne hier. Alle, Mann, ich hab ihn gar nichts gemacht. Nur Payay. Hier. Gar nichts gemacht. Also ich muss sagen, ich musste zwar trotzdem einmal lachen, ne? Aber das Video ging. Also das mit der Schnecke, das hat mit der Snecke, das hat mich wirklich gekillt, ne? Aber sonst ging das Video. Ne? Also mit der Snecke war schon ein bisschen heavy, aber sonst fand ich das Video ganz in Ordnung. Schreibt mal in die Kommentare, wo ihr lachen müsst, musstet, welche Stelle, würde mich freuen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und tschüss.